Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Felix Tested Bikes. Heute mache ich mal ein Experiment mit meinem Rondo Root AL2, das ich schon lange machen will. Und zwar werde ich heute den Twin-Tip von meiner Gabel umtauschen, um dann zu sehen, wie sich die Vario-Geometrie verändert. Viel Spaß! Ja, was die Rondo-Räder ja auszeichnet, ist, dass sie eine Twin-Tip-Lösung anbieten, und zwar an ihrer Gabel. Da gibt es diesen Flip-Chip, den man ja einfach drehen kann, und wenn man ihn dreht, verändert sich der Lenkwinkel um 0,5 Grad, was dann bedeutet, dass der Abstand zwischen den Reifen länger wird und dadurch die Agilität weniger und die Laufruhe mehr. Ich habe das bis jetzt eigentlich für Marketing-Humbug gehalten und hatte eigentlich auch nicht die Muße, das Ding umzuschrauben. Jetzt habe ich aber Zeit und Muße und will das einfach mal testen zusammen mit euch. Ich werde es erstmal probieren, ob ich das Ding einfach in den 10 Minuten, wie es von Rondo angegeben ist, auch machen kann. Und dann gehen wir nochmal zusammen auf eine Testtour. Als Werkzeug habe ich mein gewohntes Multitool dabei. Er kann also nicht viel schief gehen. Außer man braucht einen Torx und es fällt auseinander. Ich hoffe, es hält durch. Wir werden es sehen. Wir machen das jetzt mal hands-on, einfach so straight, ohne Werkzeug, ohne Montageständer. Als erstes muss die Achse raus, dann das Vorderrad. Das klappt schon mal sehr gut. Das habe ich auch schon zwei, drei Mal gemacht. Und dann, ja genau, man braucht jetzt einen Torx. Und dann fängt die Sache an. Na, warte mal, ich habe hier einen Torx. Ich habe sogar zwei Torx an meinem Multitool. Ein bisschen Glück, passt's. Ja, es passt. Dann kommt diese Beilage, oder diese Zwischenlösung. Diese Zwischenlösung kommt dann weg. Und dann kann man das Teil einfach rausdrücken. Und jetzt ist die Achsaufnahme unten hier auf Low. Ich stelle sie jetzt auf High. Und dann ist die Achsaufnahme weiter vorne. Okay, das hat schon mal extrem gut geklappt. Bin ein bisschen überrascht. Wir machen das gleich auf der anderen Seite. Zweite Schraube ist gelöst, die Latte kommt raus, das Teil kommt raus, wird gedreht, die Latte wird gedreht. Okay, die zwei Platten habe ich gedreht, das war schon relativ einfach, jetzt fängt es zum Regnen an, deswegen habe ich nicht viel Zeit, hier diesen Adapter, der bei der Bremse dran ist, auch zu lösen. Ich glaube, dieser Adapter muss weg, damit die Bremse jetzt auch in dem Winkel greift. Probieren wir aus. Und mein Multitool hat sich verabschiedet. Es ist die Kontermutter von dem fucking Multitool runtergefallen ins Laub. Das finde ich natürlich nie wieder. Aber Gott sei Dank habe ich noch irgendwo ein Imbus-Set. Das hole ich jetzt mal schnell. So, mein Imbus-Set rettet mich. Und weiter geht's. Okay, wenn ich das jetzt richtig verstehe, muss dieser untere Adapter weg und dann wird die Bremse ganz einfach auf diese unteren Löcher geschraubt. Das heißt, dieser Adapter muss weg. So, jetzt habe ich den Adapter in meinen Händen und die Bremse sollte dann hier drauf passen. Das ist ein bisschen sperrig mit dem Kabel. Aber das müsste dann schon... Ah ja, das sieht eigentlich vom Abstand her sehr, sehr vielversprechend aus.
Okay, probieren wir aus. Mal sehr gut aus. Ich habe die Schrauben ein bisschen locker gelassen, sodass ich die Bremse jetzt gleich einstellen kann. Da bin ich jetzt schon ein bisschen stolz drauf, dass ich die Bremse so eingestellt habe, dass sie absolut nicht schleift. Also es sieht schon mal ein bisschen anders aus. Jetzt ist der Lenkwinkel quasi größer um 0,5 Grad. Dadurch sinkt auch mein Cockpit ein bisschen. Und das fühlt man tatsächlich. Also vielleicht ist da sogar was dran. Dann schauen wir mal, wie sich das Ganze dann tatsächlich auch in Action anfühlt. Ich bin jetzt mit dem umgedrehten Flipchip so ein, zwei Tage unterwegs gewesen, ehrlich gesagt auf keine allzu großen Tour. Ich probiere das jetzt mal nächstes Wochenende aus, dass ich eine ausgedehnte Straßentour mit dem Flipchip fahre. Gefühlt ist der vergrößerte Lenkwinkel und die herabgesetzte Höhe des Cockpits doch schon einschneidend dafür, wie ich mich auf dem Fahrrad auch aufhalte. Das heißt, meine Körperhaltung ist etwas mehr nach vorne gebeugt. Und dadurch fühle ich mich ein bisschen aerodynamischer und vielleicht bringt es auch was, wie viel Kraft ich tatsächlich auf die Kurbel bringe. Um das Ganze empirisch zu testen, gehe ich jetzt nächste Woche mal auf eine Tour, die ich davor mit der normalen Einstellung gemacht habe. Und dann werde ich die Daten vergleichen und dann gehen wir in den Windkanal und dann schauen wir mal, was das tatsächlich gebracht hat. Also bleibt dran, abonnieren lohnt sich also. Wir sehen uns beim nächsten Video. Viel Spaß euch. Ciao.